Ihr Lächeln, das ist das Paradies auf Erden. Sie legt noch Anmut in ein Nichts. Ja, und zeigt sich gottgleich in Bewegung und Gebärden. Ganz in eines verschmelzen sich zwei Herzen. Du stahlest mir ein Herz voll Glut. Zum Ersatze nun verlange ich deines. Bald eins, bald zwei hat er sich ausgebeten. Wie viele Herzen will er nun? Das ist die Eifersucht des Poeten. Ich will erhaben sein, einfach erhaben. Wir haben versucht, den Cyrano nicht als großes Riesenausstattungsspektakel mit 80 Statisten zu machen, sondern versuchen uns auf die zentralen Personen und deren emotionalen Nöte zu konzentrieren. Das ist eine Träne, du hast geweint. Ja, dass wir sterben, stört uns nicht die Ruhe. Doch sie nicht wiedersehen, Schreckenswort. Ich liebe? Ja. Jemand, der es nicht ahnt. Ha. Jetzt noch nicht. Ha. Doch er soll es in kurzer Zeit erfahren. Oh. Denn dem armen Jungen selbst gebricht der Mut, mir sein Gefühl zu offenbaren. Oh. Ich liebe dich. Ich bin toll. Verrückt. Von Sinnen. Zum Glockenspiele machtest du mein Herz. Und weil es bebt in Sehnsucht und Frohlocken, drum tönt dein Name laut von allen Glocken. Ein liebliches Geräusch. Wie Bienensummen, ein Traum der Ewigkeit, ein duftiges Verstummen. Die Seele schwebt zum Lippenrand empor und gibt sich als ein süßes Naschwerk hin. Wir haben uns entschieden, sozusagen die ganz klassische Übersetzung zu benutzen, die nicht nur, denke ich, dem Französischen am nächsten kommt, sondern paradoxerweise auch am gegenwärtigsten wirkt. Und tatsächlich haben wir versucht zu zeigen, dass in dieser Schönheit der Sprache und der Dichtung, die so eine große Rolle für diesen Cyrano spielt, dass da gleichzeitig etwas emotional ganz Unmittelbares drin liegt. Hier ruht und wartet des jüngsten Gerichts. Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Ja, alles gewesen. Dennoch nichts. In meinem Schoße häuftest du zusammen die Blüten deiner Seele, Blatt auf Blatt. Und fühlt aus jedem kleinsten Wort die Flammen der tiefen, reinen Liebe. Die Ballade, welche das Duell betrifft, das Herr von Bergerac ausfocht mit einem Wicht. Tja, was soll das werden? Das ist die Überschrift. Als Publikum schaue ich immer nicht nur auf die Bühne, sondern auch auf den mir gegenüber sitzenden Teil des Publikums. Das heißt, ich bin immer irgendwo gezwungen, diesen Protagonisten in eine Relation zum Zuschauer zu setzen. Ich kann den eigentlich nie ganz ausblenden. Und natürlich ist das auch ein Stück über Voyeurismus. Man merkt dieses Protagonistsein und wer sich alles den Raum nimmt und auf der Bühne sich darstellt. Und wie stelle ich mich dar? Was bin ich für den anderen? Was bin ich für mich selber? Und was für Probleme entstehen daraus für mich? Das finde ich sind ganz tolle Themen bei diesem Stück. Ich bin wenngleich schmucklos von Gestalt, in meinem Innern mit Unabhängigkeit und Mut geschmückt. Zwar hat mich keine Schnürbrust je gedrückt, aber in der Brust die Richtschnur gibt mir Halt.